So, da haben wir ihn nun endlich. Antennenanalyser in der 5er Version vom Funkamateur. Als Bausatz geliefert das Ganze. Tja, die Eckdaten sind sicherlich hinreichend bekannt, wurde ja im Funkamateur schon des Öfteren vorgestellt. Das Wichtigste hieran von 0,01 bis 600 MHz Messbereich, das Ganze mit USB-Anschluss. Und einfach zu bedienen, selber aufzubauen zum vernünftigen Preis. So sieht die Verpackung aus, so ist er gekommen. Ja, steht nochmal hier überall Funkamateur drauf, Bauanleitung, wie man das eben so kennt. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue in die Verpackung, gibt es hier auf alle Fälle erstmal ein schönes Handbuch. Mit hier fällt irgendwas raus. Ein Typenschild. Typenschild nochmal. Und hier nochmal ein Hinweis zur Bauanleitung. Pappstreifen. Okay, das muss man dann später nochmal beachten. Ja. Und das hier ist Handbuch und Bauanleitung, das Ganze hier. Ach, hier sind die Einstellungen am PC dann. Das ist die Menüführung hier. Einstellungen, mehr Frequenzmessung, Verlauf. Ach ja, das, was man eben auch vom Vorgänger her kennt. Naja, und hier vorne ist dann. Also wenn man hier mal weiter schaut, hier ist das Vorwort. Hier sind nochmal die ganzen technischen Angaben. Und hier beginnt es dann mit der Bauanleitung. Ist ja nicht allzu viel zu machen. Nur das Display, also die Sockelleisten für das Display aufzulöten, ein bisschen BNC-Buchse aufzulöten. Und das war es dann auch schon im Einzelnen. Ja, also das sind hier Seite 8 sind wir jetzt. Wenn wir mal das Vorwort noch weglassen. Also von Seite 3 bis Seite 8 ist eine Bauanleitung mit schönen Bildern dazu. Ich denke mal, das sollte nicht allzu schwierig sein. Ich lege die Anleitung jetzt erstmal weg. Möchte aber gerne nochmal zeigen, was in den Kartönchen drin ist. Da haben wir hier einmal ein Tütchen. Ach, und hier ist das Gehäuse verpackt hier. Alles ordentlich eingepackt. Ich werde das hier mal vorsichtig ausholen. Schönes Gehäuse. Oh, hier ist sogar noch die Schutzfolie stellenweise mit drauf. Ist aber zugeschraubt. Hier drinnen sehe ich, das Batteriefach liegt hier schon drinnen. Hier sind offensichtlich diese Pappstreifen. Ja, das müssen wir dann, denke ich, mal aufschrauben. Ich will es jetzt erstmal nur schnell an die Seite legen. Ja, und hier sind auch noch Elemente. Ah ja, das ist die Platine und das Display. Also das ist einmal das Display hier und das ist die Platine schon entsprechend vorbestückt, das Ganze. So, ich mache mich mal in den Aufbau. Werden mal schauen, wie ich vorankomme und werden dann nochmal entsprechend berichten. Ich habe hier das jetzt nochmal aufgemacht hier. Das ist also, wie gesagt, das Gehäuse. Das habe ich geöffnet. Und in der Tat waren hier noch verschiedene Sachen drin. Das sind die ganzen BNC-Stecker bzw. Messadapter zum Eichen. Die müssen wir dann wohl auch noch löten. 0 Ohm und offenes Ende sozusagen. Und 50 Ohm ist ein Messadapter bereits dabei. Und als Einzelteile, ja, die BNC-Buchse, ein paar Taster,
Wie angesprochen schon die Batteriehalterung mit Lötfaden drunter. Das ist hier die, das wird man jetzt hier nicht erkennen, weil es blendet, für die USB-Schnittstelle. Die ganzen Leisten hier und dieser berühmte Pappstreifen, den habe ich mir ja auch schon hingelegt. Dieser Pappstreifen, wo bereits hier in dieser Anleitung stand, dass wir darauf achten müssen, dass dieser Pappstreifen entsprechend diese 7 mm auch einhält, damit wir den Displayabstand haben. So, ich mache mich mal lernen. Bis nachher. So, als erstes müssen wir den Schalter hier verlöten. Ich habe den schon auf die Platte hier gesetzt. Und hier mit ein bisschen fixiert. Man kann das auch mit erstmal einen Lötpunkt machen. Ich hoffe nur, man sieht es jetzt. Habe die Kamera natürlich nämlich so positioniert, dass sie andererseits einmal schön im Licht ist. Andererseits muss ich natürlich auch irgendwo mit Lötkolben rankommen können. Versuchen wir es einfach mal. Ist dran. Ich kann theoretisch meine Halterung abmachen. Das ist nochmal der Schalter, der liegt also schön ordentlich satt auf. Und das würde dann natürlich bedeuten, dass ich dann auch den Rest schnell löten kann. Die vier Pins. Noch mal auf die Nähe hier. Das seht ihr jetzt gerade nicht hier, die Lötpunkte. Okay. So, als nächstes die USB-Schnittstelle. Da geht's. Ich habe jetzt die USB-Buchse schon mal platziert. Natürlich mit Isolationsschicht. Ist er, auch wenn es erstmal nur provisorisch ist. Ansonsten muss ich das dann vielleicht mal ohne Kamera machen. So, und jetzt müssen wir uns das Gehäuse nehmen. Würde passen. Dann kann ich jetzt also die restlichen Sachen auch entsprechend verlöten. Gesagt, getan, ist relativ schnell und einfach erledigt. Das Ganze ordentlich verlötet. Ist natürlich hier unter der Kamera eigentlich nicht ordentlich zu löten, deswegen habe ich es dann mal alleine fertig gemacht. Alle Kontaktflächen sind auch überprüft, funktioniert wunderbar. Soweit. Als nächstes kommt das Display an sich. Das lege ich erstmal hier ein bisschen zur Seite. So.
So sieht das aus. Das sitzt hier natürlich locker auf der Hintergrundbeleuchtung. Ich das nur mal zeigen hier. Das sitzt hier locker auf der Hintergrundbeleuchtung und muss noch verlötet werden. Und zwar alle drei Pinzier, und hier die äußeren. Das mache ich mal schnell fertig. Hier, Display ist verlötet, das Ganze. Muss, wie gesagt, die LCD-Fläche muss schön plan auf der LED-Hintergrundbeleuchtung ohne Lücken aufliegen, verlöten, kein Problem, kurz dran halten. Funktioniert ganz gut. Diese Buchsenleisten hier, einmal hier die eine und die beiden kleinen für die Displays. Dazu ist dieser berühmte Pappstreifen da. Diesen Pappstreifen habe ich schon nachgemessen, 7 mm stimmen genau. Den muss ich jetzt in 4 Teile schneiden und das sozusagen unter die Buchsenleisten als Abstandshalter einfügen. So, ich schneide den jetzt gleich mal auf. So, fertig sind wir. Das ist natürlich eine ganz schöne Frickelei. Display aufsetzen, umdrehen, alles ordentlich schauen, dass die Abstandsstreifen passen und dann von der anderen Seite entsprechend löten. Aber ich habe es hingekriegt. Ich dachte zwischendurch, ich muss mal eine andere Lötspitze vielleicht drauf machen, aber hat alles geklappt. Lötpunkte scheinen auch soweit in Ordnung zu sein. Als nächstes kommen dann BNC-Buchse und der Schalter drauf. So, wohl an, es ist vollbracht. Ich habe jetzt noch die BNC-Buchse angeschlossen, also aufgelötet. Dann die Schalter, das Batteriefach, den Signalgeber. Hier sind noch lange Pins dran, aufbauen muss man noch abschneiden. Die Taster sind alle hier verlötet. Jetzt schreibt man wohl von einem Funktionstest, bevor ich das in das Gehäuse einbaue. Und das möchte ich natürlich auch gerne tun. Zwei AA-Batterien sind erforderlich. Ich habe hier ganz einfache 0815 Batterien. Die will ich hier mal, wenn ich sie aufkriege. Und dann hier oben anschalten, in der Hoffnung, dass es angeht. So, naja, Augen zu und durch. Oh ja. Sieht wohl ganz gut aus. Es wird ja auf alle Fälle was angezeigt. Das ist, wenn ich hier drauf drücke. Okay. Ah ja, aha. Ah, okay, also Tasten funktionieren. Das ist schon mal gut. Ja, Tasten funktionieren soweit. Funktion muss ich mich dann mal noch beschäftigen damit. Ah ja, das ist die Frequenz. Okay. Ja, einbauen ins Gehäuse. Ich mach's erstmal wieder aus. Und her. So sieht er aus, das gute Stück. Hier unten Gummifüße. Hier unten habe ich zwar gesehen, das untere Teil ist so ein bisschen, naja, produktionsmäßig noch nicht so hundertprozentig. Aber ansonsten sieht er eigentlich sehr gut aus hier, das Ganze. Ich habe hier mal die Display, man kann es hoffentlich erkennen, die Displayfolie drauf gelassen. Hier sieht man noch so den die Abreißlasche dafür. Ich werde mal schauen, ich möchte es eigentlich ungern das Display so direkt haben. Ich werde mir entweder mal so eine Panzertape eine Panzerfolie fürs Handy organisieren, oder ich habe schon dran gedacht, eventuell vom Heißlaminiergerät so eine Folie einfach mal leer lassen und dann hier irgendwie reinbasteln, weil da ist das Display geschützt. Zumal es kein Touchscreen ist, ist es eigentlich besser, wenn es eine schöne dicke Scheibe noch davor hat. Ich schalte es nochmal an.
habe mal den 50 Ohm Testadapter drauf. Ich habe mal hier 3574 MHz eingestellt. 49,1 Ohm. Eine Stehwelle von 1,02 mit diesem Adapter, der dabei gelegt war. Das Einzige, was ich mir jetzt noch basteln muss, ist zum Eichen entsprechend ein BNC-Adapter bzw. einen Messstecker sozusagen einmal offen, einmal zu. Das kriegen wir aber hin. Ganz einfach und ich denke mal, ihr habt auch Freude am Nachbauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Schreibt mir eure Kommentare, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat. Ich hoffe, ihr entschuldigt manchmal, dass ich euch das Löten nicht so zeigen konnte, aber es ist sehr schwer, hier unter der Kamera zu löten und dann auch noch so detailliert zu löten. Im Endeffekt, es hat alles funktioniert auf Anhieb. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, abonniert mich und vielleicht sehen wir oder hören wir uns auch mal wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß.